Eigentlich sind Fernsehshows in vielen Ländern sehr ähnlich. Es gibt typische Formate wie die Quizshow, die Talkshow oder die klassische Spieleshow, die mit leichten Abwandlungen immer wieder gesendet werden. Aber es gibt ein Land, das beim Thema Fernsehshows vollkommen aus der Reihe tanzt. Die Rede ist von Japan. Im japanischen Fernsehen laufen tagtäglich die verrücktesten Sendungen. Teilweise sind die Fernsehshows aus dem Land der aufgehenden Sonne sogar so absurd, dass man sie in Deutschland gar nicht senden dürfte. Dafür gibt es aber zum Glück YouTube. Denn wir zeigen euch heute 8 absolut verrückte japanische Fernsehshows, die viel zu weit gehen. Also bleibt dran und viel Spaß hier bei Wissenswert. Ach, und ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, bei welcher dieser Shows ihr am liebsten als Kandidat antreten würdet. Die Nummer 8 geht an ein Format mit dem Namen Slippery Stairs. Die Idee hinter dieser Show ist eigentlich sehr simpel. Eine Gruppe von Kandidaten tritt in einem Wettlauf gegeneinander an. Dabei müssen die Kandidaten eine Treppe hinauflaufen und dann einen Buzzer drücken, wenn sie oben angekommen sind. Allerdings gibt es bei der Sache einen klitzekleinen Haken. Die Treppe ist nämlich benetzt mit einer schleimigen Substanz. Es besteht also Rutschgefahr. In der Praxis führt dies dazu, dass man in Slippery Stairs eigentlich nur Menschen sieht, die Treppen hinunterfallen und rutschen. Und das ist oft gar nicht ungefährlich, da die Abfahrt hier sehr holprig sein kann und da die Kandidaten oft ihre Mitstreiter mit zu Boden reißen. Aber genau das scheint für die Japaner der Unterhaltungsfaktor dieser kuriosen Show zu sein. Auf der Nummer 7 ist die Candy Show. Und auch mit diesem Format beweist das japanische Fernsehen einmal mehr, wie kreativ es sein kann. Bei der Candy Show bekommen die Kandidaten eine Auswahl von Haushaltsgegenständen, die sie begutachten können. In manchen Fällen wird ihnen sogar ein komplett möblierter Raum gezeigt. Allerdings gibt es immer einen Gegenstand, der eigentlich eine Süßigkeit ist. Die Aufgabe der Teilnehmer ist es nun, ohne irgendeinen Gegenstand zu berühren, zu erraten, welcher Gegenstand der essbare ist. Wenn sie sich entschieden haben, müssen sie dann zum Test in den entsprechenden Gegenstand beißen. Und natürlich liegen die meisten Kandidaten dabei falsch. Also kommt es zum Beispiel vor, dass sie in Schuhe oder einen Bilderrahmen oder in eine Tischplatte beißen. Wenn der Kandidat allerdings richtig liegt, dann winkt ein Geldpreis. Kommen wir zur Nummer 6, und zwar zum Spiel Human Tetris. Bei Human Tetris sind vor allem zwei Fähigkeiten gefragt: Gelenkigkeit und eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit. Im Mittelpunkt des Spiels ist ein Kandidat, auf den eine mobile Wand zufährt. In der Wand ist jedoch ein Loch in einer skurrilen Form. Die Aufgabe des Kandidaten ist es nun, mit seinem Körper eine Position einzunehmen, mit der er durch das Loch passt. Wenn er das schafft, fährt die Wand an ihm vorbei. Wenn er es allerdings nicht schafft, wird das bestraft und der Kandidat fällt in einen Pool, der mit gelblichem Wasser gefüllt ist. Wobei es uns im japanischen Fernsehen auch nicht wundern würde, wenn das kein Wasser wäre. Übrigens gingen viele der Momente aus der Human Tetris Show auch im Internet viral, sodass 2008 in den USA ein Remake gesendet wurde mit dem Titel Hole in the Wall. Auf der Nummer 5 ist eine skurrile Show mit dem Namen Slip and Slide. Wie der Name schon sagt, geht es bei Slip and Slide darum, eine gewisse Strecke zu rutschen. Allerdings rutschen die Kandidaten bei Slip and Slide nicht einfach nur über den Boden oder über eine Plane. Nein, die Kandidaten müssen über mehrere Dutzend junge Frauen in Bikinis rutschen. Damit das überhaupt funktioniert, müssen sie sich außerdem vorher mit Gel einschmieren und natürlich jede Menge Anlauf nehmen. Viele der Kandidaten schaffen es nur wenige Meter und bleiben dann auf den jungen Damen liegen. Aber natürlich gibt es auch hier einige Naturtalente, die es mit Ach und Krach über alle Frauen schaffen. Die Nummer 4 belegt eine Show namens Tore. Man könnte sagen, Tore ist im weitesten Sinne eine Quizshow. Allerdings kann der Kandidat hier nichts gewinnen, wenn er viel weiß. Im Gegenteil, er wird bestraft, wenn er nicht genug weiß. Bei Tore steht der Kandidat allein in einem alten steinigen Raum und ist an einen Pfahl gebunden. Nun ist es seine Aufgabe, 7 Fragen richtig zu beantworten. Allerdings wird ihm das dadurch erschwert, dass eine Apparatur ihn gleichzeitig in Stoff einwickelt und zur lebendigen Mumie macht. Wenn der Kandidat die 7 Fragen also nicht rechtzeitig beantworten kann, wird er vollständig eingewickelt und danach sogar in einen Sarg getan. Eine ganz schön makabere Show, die in Japan allerdings der Renner ist. Auf der Nummer 3 ist eine Show mit dem Namen Dero. Genau wie bei Tore ist die Grundidee von Dero, die Kandidaten zu bestrafen, wenn sie Fragen nicht beantworten können. Dazu stehen die Kandidaten in einem Raum auf kleinen Holzvorsprüngen. Wenn sie eine Frage falsch beantworten, entfernt sich allerdings unter ihren Füßen der Boden. Schließlich stehen die Kandidaten dann über einem bodenlosen Abgrund und sind kurz vor dem Fall, wenn sie noch eine Frage falsch beantworten. Und natürlich fallen die allermeisten Kandidaten dann auch. Wobei keiner so recht weiß, wohin. Aber bisher ist noch jeder sicher gelandet. Die Nummer 2 geht an eine Show namens AK Bingo.
AK Bingo ist die erste Show auf dieser Liste, bei der es keine gewöhnlichen Kandidaten gibt. Die Kandidaten bei AK Bingo sind die Mitglieder der japanischen Girlgroup AKB48, die aus über 100 japanischen Mädchen besteht. Der Inhalt der Show ist es, dass einzelne Mitglieder der Girlgroup ausgelost werden und dann abscheuliche Strafen durchstehen müssen. Berühmt wurde AK Bingo vor allem durch die Sendung, in der zwei junge Damen ein Glasrohr in den Mund nehmen mussten, in dessen Mitte eine Kakerlake lag. Die Aufgabe der Mädchen war es, die Kakerlake möglichst von dem eigenen Mund wegzupusten und der Gegnerin in den Mund zu pusten. Auch wenn das ziemlich widerwärtig ist, muss man an dieser Stelle einfach mal anmerken, wie unfassbar kreativ viele der japanischen Fernsehshows sind. Kommen wir jetzt zur Nummer 1, und zwar zu der japanischen Variante von Verstehen Sie Spaß. Im Vergleich zu Verstehen Sie Spaß oder anderen deutschen Prankshows ist diese japanische Show jedoch wesentlich extremer. Sie ist bekannt dafür, über Grenzen zu gehen und ihre Opfer in regelrechte Panik zu versetzen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Folge mit dem sogenannten Elevator Prank. Für den Elevator Prank haben die Macher der Show einen Fahrstuhl in einem japanischen Bürogebäude manipuliert und ihm eine Falltür als Boden eingebaut. Als ahnungslose Büroangestellte nun den Fahrstuhl benutzen wollten, klappte der Boden unter ihren Füßen weg und sie fielen ins Nichts. Aufgefangen wurden sie dann von einem Trichter, der sie auf eine Rutsche führte. Allerdings wurde nicht nur der Prank durchgeführt, am Ende wurde auch noch gemessen, wie weit die Opfer des Pranks gerutscht waren und das Ganze somit zu einer Art Wettbewerb umgestaltet. Das war er also, unser Ausflug in die absurde Welt des japanischen Unterhaltungsfernsehens. Bei unseren Recherchen sind wir übrigens noch auf zahlreiche weitere japanische Shows gestoßen, die einfach nur krass sind. Wenn ihr also Lust auf einen zweiten Teil von diesem Video habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und ansonsten schreibt uns wie gesagt, in welcher Show ihr gerne mal mitmachen würdet, wenn es da überhaupt eine gibt. Liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, hier bei Wissenswert.